Ja, dann musst du das irgendwie... Ich kann das auch nirgendwo anders. Hier ist es voll und hier ist es voll. Es geht nur entweder hier oder entweder jetzt hier. Ich kann es aber nicht ablegen, ist das Ding. Ach, ist das scheiße. Nochmal neu. Warte mal. Boom, boom. Warte mal, nee, warte mal. Okay, ja doch, müsste eigentlich funktionieren, oder? Wenn du das Teil jetzt dahin packst, das dahin. Oh nee, dann. Nee. Oder das erstmal irgendwie hier runterkriegen? Nee, du. Das hier kriegst du auch nicht hier runter. Und das jetzt hier hin machst. Kannst du es ja mal ausprobieren. Da hast du aber jetzt nichts mehr frei hier, wo du was hinmachen kannst. Auch hier, na, wo es kommt, dann das Teil nicht mehr ran hier. Um das jetzt hier runterzuschieben. Mhm. Oh Mann. Das hier hin. Da hin. Das jedes Mal ein anderes Stück dazwischen. Dahin. 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 Ja. Da ist der Kopf wieder. Ach, Kopf wieder im Weg. Kannst du nichts auf den Kopf setzen hier? Oh, was für ein so, Kacke. So, 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 ist das schon mal, wisst ihr? Ja, super! Aber jetzt wird's problematisch. Das, das. Ach, komm schon nicht mehr ran, stimmt da. Hoch. Das so. Kannst du den Kopf. Ja, genau. Nee, kannst du nicht. Oh, scheiße. So. Hier rüber jetzt. Nee, das geht glaube ich nicht. Okay. Ich muss das Teil irgendwo anders hinkriegen auf jeden Fall. Mhm. So, aber wie? So. Krieg ich das hier nirgendwo wieder hin? Oh. Okay. Oh Gott, ey. Natürlich geht das. Ich stehe dabei, sie runter machen. Kann ich das jetzt drüber machen? Nee, nee, ist okay. Nee, schade. Kann ich den Kopf nicht drüber machen? Okay. Aber warte mal, versuch mal jetzt die zwei goldenen Stücke bei der Eule auf der linken Seite zu packen. Vielleicht geht das ja. Nein, jetzt hast du mich. So? Nee. Nein, 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 nein. Die golden. Genau, hier nach links. Ich brauch das Ding aber. Ah, ja. Um hier drauf zu sitzen. Ja, oder freikriegen. Oder so. Versuch da erstmal. Oder geht das? Ja, doch, die Eule. Du musst die Eule halt erstmal falsch rum hinsetzen. Ja. Natürlich. Oh, natürlich. Oder macht das umgekehrt, genau. Jetzt kommst du nicht mehr ran. Also jetzt kommst du dann nicht mehr ran. Oh. So, muss kann ich das nicht rausziehen? Oh Mann. Hä? Irgendwie check ich das jetzt nicht so richtig. Ich versuche hier oben so ein bisschen irgendwie was rumzuprobieren, um das Teil jetzt hier irgendwie zu kriegen jetzt. Hier rüber zu kriegen. Mhm. So. Du hast ja aber irgendwo nirgendwo mehr Platz hier. Und irgendwas. Ablegen kannst. Boah. Was für ein Rätsel. Hm, ich das jetzt hier rüber schieben hätte können. Ja, dann hättest du es, ja, ja. So vielleicht. Ja, genau so. Bist gut. Ja, da haben wir eine Figur zum Beispiel. Oh Mann, ey. Ist die Victoria schon mal oder der Gerechtigkeit, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht, über Victoria hieß ja, sie, glaube ich. Ja, das ist Victoria, ja. So, jetzt brauchen wir nur dicke noch... Kind? Dicke drei. Kind? Nee, das ist der Engel. Das ist ein dickes fettes Kind, ja stimmt. Achso, du meinst du jetzt die goldene Statue oder meinst du jetzt den Engel? Den Engel ist ein dickes fettes Kind oder nicht? Achso, nee, ne? Den Engel meinst du das jetzt? Kind, dickes okay. Fettes Kind oder? Nee, ne? Weiß ich nicht. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Oh, das hier als nächstes. Füße? Nee, eigentlich das hier als nächstes. Das jetzt hier runter. Oder erstmal mit der Eule weitermachen. Also ich würde ja, erstmal mit der Eule anfangen. Die kann ich auch wieder auseinander nehmen, gut, wie schon. Mach das bloß nicht. Oh, da haben wir wieder einen Platz weniger jetzt.
Ups, das Ding. Ja, ich glaube, das wird auch immer kniffliger. Ich kann das hier auf den Kopf wieder setzen. Ich würde nicht. Kann ich den Kopf unten absetzen? Nee. Schade. Sag mal, wie soll man das denn jetzt bitte schon machen? So. 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 Ja. Jetzt fehlt dir aber das andere Stück von der Eule. Guck, das hier oben, oder? Nee. 1, 2, 3, 4. Nee, man kann immer nur 4 Teile nehmen. Ha. Okay. Oder es kommt immer drauf an, wie groß das ist. Dass die Größe hat ohne Teil immer mit dazu zu sagen. Stimmt. Ja. Oh, das Rätsel, das Rätsel. Ja. Setze die Reliefstücke wieder richtig zusammen. Ja, toll. Und der lacht uns aus hier. Der Kollege Buddha. Ja, das kann er ja. Oh Mann. Wie sollst du jetzt bitte schon das dritte Eulenreliktstück da bitte bekommen, ey? Das ist jetzt irgendwie total... nicht gut. Komisch. Oder du musst erst die goldene Statue machen. Das kann, ja, das könnte auch möglich sein. Ja, das nehme ich auch erstmal schätzen. Ja, jetzt hast du da aber keinen Platz mehr dafür. Kannst du das nochmal halten? Oder versuch das doch vielleicht auf der linken Seite, ja, oder so, ja, okay. Kannst du aber jetzt auf den Kopf kann ich mal drauf setzen. Das ist das Ding. Ah. Immer Kopf. Nee, irgendwie nicht so. Nee. Ist zu viel Gehirnschmalz um diese Uhrzeit. Ja. Oh Mann, ei, 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 ei. Das ist immer ein Stück dazwischen, ey. Und man kann ja nicht von unten das nehmen. Nein, sonst wäre es ja zu einfach. Okay. Ist auch so, ja. Könnte so sein, ist dann aber auch so. Ja. Oh Gott. Boah, wir brauchen für das Rätsel garantiert eine... so viel Zeit, ey. Ist unglaublich. Die Zeit, die muss ich erstmal nächstes Mal nehmen müssen, leider. Ja. Weil jetzt erstmal hier an dieser Stelle erstmal wieder gut sein sollte, denke ich mal. Dass dann wieder zu viel Hirnschmalz erfordert um diese Uhrzeit. Ja, was aber nicht gerade so vorhanden ist. Wir haben aber trotzdem einiges geschafft. Oh ja, heute. Da sind wir ganz schön krass vorangekommen, meine Freunde. Oh ja, da böses sagst du gut. Was. Böses gut. Heute war echt, ja, wir hatten einen guten Lauf, muss ich schon sagen. Krasse Sache. Oh, das muss ich auch erwähnen. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder hier zum neuen Gehirnakrobaten-Aktivitäten. Ja, aber dann mit besserer Energie, Gehirnenergie. Genau. So ist es. In unserem Akrobatik-Club der Gehirngenies. Da sagst du was, Toni. Ja, um nie weiter um den heißen Brei rumzureden, auf Wiedersehen und Dankeschön fürs Zusehen. Ja, ich bedanke mich auch nochmal, Toni. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.